Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. In der letzten Folge haben wir diese Maschine entdeckt. Ich habe ein bisschen darum rumgespielt, dass ich sie auf die letzten beiden Ritzel, also auf die ganz kleinen, geschoben habe. Was es bringt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mache die Tür trotzdem zu, dass das Viech nicht hier rein will. Und sehe mich mal um. Ich vermute, es bewirkt was am Schaufelrad. Aber ich weiß es eben nicht. Heißt also, ich muss mich zurück zum Schaufelrad begeben. Und, sehe mich gezwungen, mal zu gucken, wie das Schaufelrad auf alles reagiert hat. Also ich denke, es dreht sich langsamer, oder? Wow, 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 wow. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Wenn ich jetzt da reinlaufe, zerlegst du mir die Fresse, oder? Ja, richtig. Das hat mir das eh die Fresse zerlegt. Gut. Das halte das drehende Wasserrad an, um vorbeizukommen. Kann ich es irgendwie blockieren? Oh, ich denke jedes Mal, wenn ich das sehe, an Schritte, dass da Schritte kommen oder so. Hallo. Gut, habe ich einen Fluchtweg? Ja, ich denke schon, oder? Steht jetzt Zunderbüchse. Die nehme ich mir, danke. Ein halbwegs kaputtes Rohr hängt da raus. Okay, hier ist keiner. Das Rohr scheint locker zu sein. Das Rohr ist lose und Wasser läuft aus. Was sagt uns das? Hier ist überall Wasser. Kann ich das... Oh! Wow, wow, wow. Aufgenommen Rohr. Wahrscheinlich sehe ich jetzt aus wie so ein Panzerabwehrsoldat mit so einem dicken Rohr auf der... Nein, 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 nein. Ich sage jetzt nichts. Das wäre wieder doof. Ah, ja, Kanalisation. Wahrscheinlich schwimmt hier überall Kacke rum. Also. Und nicht nur Leichen von irgendwelchen armen Mäusen. Und wo ist überhaupt das Viech? Ich bin hier hinten hingegangen und das Viech ist in die Richtung gelaufen. Und aber jetzt war es da nirgends. Ist es durch die Gitterstäbe gegangen oder was? So, blockiere ich mal. Das Rad dreht sich so schnell, um das Blau zu blockieren. Du musst zuerst langsamer werden. Gut, machen wir. Voll motiviert und mit einem Sprung geht's los. Und jetzt gehen wir mal besser langsam vor. Wo ist das Viech? Ich weiß es nicht. Halte das... Mach das Rad langsamer. Dann stelle ich es mal auf die größten Dinger. Oder wenn es wie bei meinem Fahrrad ist, aufs Größte oben und das Kleinste unten. Dann bin ich im 3-7er Gang. Also dann bin ich ganz, ganz unten. Bin ich im höchsten Gang. Vorne groß, hinten klein. Genau. Es müsste sich langsamer drehen. Wäre es zumindest bei meinem Fahrrad so. Oder schwergängiger. Zumindest. Ey, ich renne jetzt ganz echt vorsichtig, ganz unvorsichtig rum, ich weiß. Weil ich weiß, das Viech ist nicht so schnell, obwohl doch, es ist so schnell wie ich. Jetzt dreht sich's ja noch schneller. Tam 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 tam. Okay, jetzt gucke ich mal. Ich habe das eben deswegen die ganze Zeit dam, 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 weil ich mir merken wollte, wie schnell sich das Rad dreht,
um das vielleicht irgendwie in Verbindung zu dem Klackern da zu bringen, zu dem mechanischen. Und damit herausfinde, ob das Auswirkungen hat. Also Auswirkungen, ja, hat's, aber ob der Klang ähnlich ist. Bingo, jetzt dreht sich's langsamer. Hört sich zumindest daran. Ich hau mir jetzt die Fresse daran ein. Ja, ich hau mir die Fresse echt daran ein. Nein, ich renne jetzt nicht da rein. Ey Gott, wie muss ich das Rad dann stellen? Das finde ich doch erst nur durch Try and Error raus, oder? Und wo ist das Viech überhaupt? Das Viech muss ja noch irgendwo sein. Es kommt ja auch schlecht durchs Rad, oder? Außer es kann sich porten oder hat so eine Portal Gun oder so. Jetzt dreht sich's noch langsamer. Jetzt dreht sich's schneller. Jetzt dreht sich's ganz schnell. Ah, okay. Gut. Das Viech ist sauer auf mich, weil ich seine Maschine kaputt gemacht habe. Habe ich recht? Ich bin nicht da. Atme schön brav den Pilzduft ein. Tiefe Züge. So verreckst du schneller. Tiefe Züge. Atme. Monster, atme bitte. Weiter atmen, Monster, genau. Du wirst müde. Alles löst sich in Wohlgefallen auf. Gleich wirst du schlafen. Ein weiterer Zug und die Metallstangen auf deinem Hinterkopf werden dich beruhigen. Tiefe Züge. Ganz ruhig. Genau. Jetzt schläfst du, oder? Soll ich dich vielleicht noch in das Wasserwerkchen reinwerfen? Dann schläfst du für immer. Ganz sanft. Okay. Ich sehe das Viech nicht, das ist schrecklich. Ey, bitter wäre, wenn es das darstellt und du musst sie vorbeischleichen, ohne einen Sound zu machen und du weißt nicht, ob sie da kommt. Ich bin ganz leise. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, ich bin gar nicht da. Ich bin ein kleiner, einsamer Geist auf der Suche nach Liebe. La la la, la la la, ich dreh grad voll durch. Fällt mir gerade noch so auf. Ey, Bingo. So. Dum, 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 dum. Hier kommt also die ganze Scheiße hin, ne? Gut. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns schnell aus der Scheiße raus. Bevor wieder so ein Wassermonster ankommt und ich schreie. Ah, ja. Geil, danke. Dieses Zeug pulsiert, das ist ja ekelhaft. Oh. Und das ist anscheinend so ein Monster, oder? Heilige Scheiße, es ist ein Monster. Baby, Bell, Mini-Born.
Scheiße. Guck mal, hast du was? Oh, wie süß! Ein Kerzenständer! Und Laudanum, cool. Guck mal, dich nehme ich jetzt mit. Du bist mein bester Freund. Okay, bester Freund, guck mal. Sondier mal die Lage. Genau, guck mal. Geht nicht weg, ne? Irgendwie auch scheiße. Du bist mein zweiter Arm, mein dritter Arm. Ich habe eigentlich nur einen, oder? Stimmt, ich habe nur einen. Also, du bist mein zweiter Arm. Hoch. Ich bin so krank, ey. Alter, hey. Ha, der, hey. Und was muss ich jetzt machen? Kann ich wieder sprengen? Nee. Komm mit, Arm. Wo bist du, Arm? Da. Komm, nimm mich bei der Hand. Auf. Na, 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 na. Oh. Flatsch. Auf! Ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur runtergerissen. Ein versperrtes Tor. Ich muss neben der Tür stehen, ich muss neben der Tür stehen. Ich darf mich nicht bewegen, ich darf mich nicht bewegen. Es hört mich vielleicht, es hört mich vielleicht, es hört mich vielleicht. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Arm, komm her! Das ist so scheiße. Es ist so scheiße, das Spiel. Es ist so scheiße zu mir. Unsere Zeit ist wieder abgelaufen. Mein Wecker hat mich gerade wieder hochgeschrocken. Aber wir warten noch, bis die Musik vorbei ist und dieses Geknarre. Scheiße! Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss, ich bin weg. Ciao. Ende.